Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ja, wir machen hier weiter mit der Jack-Story. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Das Tutorial überspringen wir mal. Das ist einfach langweilig. Wobei, nee, das ist das Story dabei. Fuck it. Dank Yu-Gi und seinen Freunden ist Duelin jetzt ein weltweites Phänomen geworden. Und Duellakademien tauchten überall auf. Dem ehrgeizigen Duellant Jane Effie Yu-Gi wurde die Chance gegeben, in die hoch ausgezeichnete Duellakademie zu gehen. Aber es gab einen Haken. Er musste ein Duell gewinnen, um Citrit zu erlangen. In seiner Eile zur Schule zu kommen, stieß er auf eine geheimnisvolle Person, die an eine bekannte Figur aus der Vergangenheit erinnerte. Ah, es tut mir leid. Du bist ein Duellant, nicht wahr? Yep, ich werde es in der Akademie auch ausprobieren. Oh, wirklich? Ja, hey, bist du? Warum nimmst du nicht das? Das sagt mir, dass es zu dir gehört. Wow, wirklich? Viel Glück. In Erkenntnis, dass er zu spät war, eilte Jane zu der Akademie in der Hoffnung, dort in Zeit anzukommen, um sich für den Zutritt zu qualifizieren. Okay, Testzeit. Sohn, was ist dein Name? Jane Effingyuki. Nun, Jane Effingyuki, ich bin Dr. William Crawler, der Fachbereichsleiter der Schnecken hier in Duellakademie. Wow, ein Fachbereichsleiter? Ich hatte keine Ahnung von der Art, wie du gekleidet bist. Dachte ich, du wärst irgendein komischer Akademie-Maskottchen. Wie eine Marionette oder Cheerleader. Hey, wie kann ich einen diesen coolen blauen Duel Blazers bekommen, die du trägst? Viel harte Arbeit und sehr gute Noten. Nun, ich bin bereit. Lass uns duellieren. Ich kann kein Deutsch immer noch. Das ergibt keinen Sinn. Warum kann ich kein Deutsch? Willkommen in der Duell Akademie. Ich bin hier, um zu sicherstellen, dass du auf deinem Laufenden bist über Beschwörungen. Heute werden wir Fusionsbeschwörungen abdecken. Bla 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 bla. Fusionsbeschwörungen haben wir schon tausendmal benutzt. Aber hey, Hauptsache ersetzt da über ein Tutorial haben, ne? Lieber zu spät als zu früh. Ersetzen. I sit down, face down. I end my turn. Your move. Oh shit. Alter, was ist das für ein Tutorial? Als ob irgendjemand mit 100 ATK angreifen würde. Das würde niemand machen. Nun aktivieren Polymerisation. Beschwören den ersten Drachen, weil wir dazu gezwungen werden. Und das ist Gigatech Wolf und so ein anderes wie Holzkohle Paschi. Ja, ich bin ein Drache, was a bitch. Dann beschwören Gigatech Wolf in Angriffsmodus. Also Battlephase. Ups. Werden wir gezwungen, in der Battlephase rüberzugehen. Los, direkter Angriff! Der erste Drache! Gehen wir in Phase 2 rüber, dann hatten wir Fusionsrückerstattung. Manchmal noch so früh, weil man sollte nämlich Fusionsrückerstattung immer dann einsetzen, wenn man weiß, dass man auf jeden Fall im nächsten Zug eine Fusionsbeschwörung hat, beziehungsweise weiß, welche Fusionsbeschwörung man nimmt. Weil sonst einfach nur verschwendet und man weiß vielleicht nicht, ob man die auch wirklich braucht. Naja. Guter Gejagten. Oh, eine gefährliche Kombination. Und. Oh, ein antiker Antriebsgolem. Shit. Das hat wehgetan. Na gut, ist hier. Ich aktiviere eine Spielfeld-Zauberkarte. Danach aktiviere ich Krug der Gehe. Danach mache ich noch eine Fusionsbeschwörung. Und beschwöre Labyrinth-Ponzer. Spricht man so aus? Glaub mir. Okay. Bist du bereit zu verlieren? Ich greife mit den ersten Drachen dein Monster an. Und mit Labyrinth Puncher dich direkt. Haha. Das ist es. Also ich denke, ich habe die Prüfung bestanden. Herr Lehrer? Unmöglich. Keine Chance. Dieser Verbrecher konnte mich besiegen. Ich habe es in die Akademie geschafft. Ich bin drin. Ich bin drin. Mit dem Besiegen von Dr. Crawler wurde Jane Eintritt in die Duell Akademie gewährt. Am nächsten Tag versammelte sich alle in der Haupthalle für die Einführungszeremonie. Willkommen, meine Schüler. Ich bin Kanzler Shepard, der Schuldirektor hier. Und ihr seid die besten und ältesten jungen Duellanten der Welt.
Jetzt bitte siedelt euch in die euch zugewiesene Wohnheim. Ich denke, ihr werdet sie hier angenehm finden. Je nachdem, wie euer Rank ist natürlich. Nun, ich weiß nicht, was mit dir es sei, aber es sieht so aus, als wäre ich in den Slifer Rot Wohnheim. Das ist cool, ich auch. Hey Bastian, bist du auch in Rot? Nun, lass uns hier sehen. Gelbe Ärmel, gelbe Knöpfe? Ich denke nicht. Oh, ich verstehe. Deshalb also sind Sai und ich in Rot. Bitte erzähl mir nicht, dass du das gerade erst jetzt herausgefunden hast. Na und? Jemals daran gedacht, dass ich farbenblind sein könnte? Also nein, eigentlich habe ich nicht. Bist du denn farbenblind? Nein, aber ich hätte es sein können. Wir sehen uns rund um die Wohnheim. Das bezweifle ich. Du bist auf dem falschen Weg. Dein Wohnheim ist da drüben. Das ist kein Wohnheim. Das ist wie ein Nebengebäude mit einem Dach. Willst du mich veräppeln? Schau diese Aussicht an. Diese Wohnung ist super. Das ist unser Zimmer, Sai. Ist es ein bisschen klein, oder? Hey, du bist ein kleiner Kerl. Wie auch immer, ich mag es. Das wird eine süße Bude für unser erstes Jahr hier zu machen. Es ist irgendwie komisch, dass wir uns bei der Aufnahmeprüfung treffen und jetzt Mitbewohner sind. Glaubst du, wir waren irgendwie miteinander verbunden in einem alten Leben, Jane? Weißt du, als ob du der ägyptische Pharao wärst und ich wäre der Wächter Zetto. Nicht schön gut, aber das ist einfach nur lahm. Nun, es könnte ja sein. Vergiss es, wir brauchen die Formen. Wir brauchen die Formen. Sie brachen die Formen, what the fuck, als sie uns beide gemacht haben. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Weil du eine fantastische Duellin bist und ich bin... Was ist der Gegenteil von fantastisch und fantastisch? Sai, wir müssen an diesem Selbstvertrauen arbeiten. Aber zunächst lass uns an dieser Wohnung arbeiten. Öffne die Vorhänge und lass die frische Luft rein. Hey, die waren aus einem Grund geschlossen. Oh, sorry. Wir haben dich nicht oben, da oben auf dem Doppelstockbett schlafen gesehen. Wer bist du und was machst du in meinem Zimmer? Oh, Entschuldigung, mein Name ist Shaden F. Yuki und I'm absolutely flawless. Und ich bin Sai, wir sind deine neuen Mitbewohner. Ihr seid neu hier. Also lass mich euch sagen, wie die Dinge hier funktionieren. Was für Dinge? Wie? Wann Elternwochenende ist? Ja, wie die ganzen Farbensuche funktioniert. Das ist das Wichtigste als alles andere. Ja? Wir haben drei verschiedene Arten von Studenten hier. Obelisk-Blau-Studenten, Rhein-Gelb-Studenten und Slifer-Rot-Studenten. Die Blauen sind die am höchsten eingestuften Schüler. Einige Kinder sind blau wegen ihren Noten, andere durch Verbindungen. Die Gelben sind die zweithöchsten, meist jüngere Schüler mit viel Potenzial. Dann gibt es uns, die Roten Wunder. Die Wunder? Das ist ein cooler Name. Mien, ich wunder. Wie Lakaien, wie wir überhaupt so weit gekommen ist. Es tut mir leid, aber wir sind am Boden des Fasses hier. Duellblindgänger. Hallo meine Kinder, mein Name ist Professor Banner. Ich bin nicht nur ein neuer Schulleiter hier bei Slifer Rot, sondern unterrichte auch euch Alchemie in der Duellakademie. Ihr werdet auch erfahren, dass ich ein wundervoller Koch bin, warum alle meine Schüler meine leckeren Mahlzeiten als ausreichend charakterisieren. So, los in die Cafeteria, es ist Mittagszeit. Oh, ich bin übrigens Shamley. Sagt der Maul Shamley. Ein Duell in Sache Liebe. Wütend, dass Jane zum Gespött gemacht hatte, erstellt Dr. Quarrel einen gefälschten Newsbrief von Alexis Force, der Juwel unter den Stoppständen von Obelisk Blau. Seit dem Moment, als ich dich das erste Mal sah, habe ich mich in dich verliebt. Treffe mich heute Abend hinter dem Mädchenwohnheim, liebenswert Alexis Force. Dr. Quarrel plante Jane zu verbannen, indem er ein Foto von ihm machte, wie er aus Friedensbruch in die Mädchenwohnheim ging. Es war der perfekte Plan. Außer, dass Dr. Quarrel versehentlich den Liebesbrief in Cyrus' Umkleide gesteckt, statt in Janes. Später in der Nacht, im Mädchenwohnheim, Alexis und ihre Freunde hatten Cyrus gefangen und verlangten, dass Jane ihn retten kommt. Wenn du nicht kommst, wenn du nicht möchtest, dass wir dich ausliefern, dann musst du dir deine Freiheit gewinnen und mich in ein Duell schlagen. Wenn du es auslieferst, werden wir verwandt. Mach dir keine Sorgen, Sai. Ich werde das nicht zulassen. Lass uns nun duellieren, Alexis. It's time to do get game on. Ha. It doesn't work. Not at all. But I'm absolutely flawless. You can't beat me. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh, diese Hand. Oh. Ich werde nochmal zurückkommen. Ah, lustig.
Ihr fragt euch bestimmt, warum ich lache. Ah. Ah, das tut weh. Sweet. Entspannende Herausforderung. Roh. Ich aktiviere Topf der Gier. Jetzt darf ich 2 Karten ziehen. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Und aktiviere Fusionstor. Oh nein, du hast mein Fusionstor zerstört. Was mache ich jetzt nun ohne Fusionstor? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich aktiviere Polymerisation und immunisiere Elementar als Parkman und Elementar als Clayman und beschwöre Elementar als Döner-Gigant. Hehe. Erscheine, Elementar halt Böstinovix. Ich meine Twix. Nun aktiviere ich den Spielfeldzauber Wolkenkratzer. Kampf. Döner Gigant greift seinen Tele Cyber an. Mit einer crappy Animation. Boots. Böstinovix, direkter Angriff. Lame. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Alexis. Zeig, was du kannst. Auch wenn das nicht viel ist, weil du eine Frau bist. Verdammt. Die einzigste Schwäche. Ich sehe. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Los, Döner-Gigant. Greif dein verdecktes Monster an. Boots. Bösten und Tricks, greif die Scharfspielmarke an. Ich werde meinen Zug. Get your game on. Also gut, ist hier. Ich beschwöre elementar Bösten und Tricks. Bösten und Tricks, greift die Scharfspielmarke an. Bösten und Tricks, greift die Scharfspielmarke an. Döner Gigant, direkter Angriff. Hehe. Ich werde meinen Zug. Oh, sie hat aufgegeben, lol. Also ich sehe das als aufgeben an, wenn die nichts machen für 2 Züge. Jawohl, Spiel beendet. Geschafft. Schwieriges Duell. Huh. Sieht so aus, als ob es das ist. Ein Deal ist ein Deal. Ich habe gewonnen, also können wir gehen. Okay, Jungs. Wir sagen nichts darüber, was heute Abend passiert ist. Shane hat mich fair und anständig geschlagen und das ist alles. Nein, es gibt noch mehr zu sagen. Es war ein enges Spiel. Du kannst spielen. Das klingt scheiße. Der Schattenduelland. Shane und seine Freunde Cyrus und Chumley wanderten am Schulgelände, als sie auf ein altes, verlassenes Wohnheim stießen, was angeblich spukte. Zu ihrer Überraschung war Alexis auch da. Alexis, was machst du hier? Das ist lustig, ihr wollt euch genau dasselbe fragen. Wir hörten von dem Wohnheim, es sollte es ansehen. Nun, das ist nicht sehr intelligent. Wisst ihr nicht, dass die Kinder hier verschwinden? Ah, das ist nur ein Großstadtmythos. Nein, es ist nicht. Glaub mir, ich weiß es. Warum sonst will die Akademie diesen Ort komplett verboten machen? Wenn sie dich hier fangen, werden sie dich verbannen, Jaden. Warum bist du dann hier? Eines der Kinder, die hier verschwunden. War mein Bruder. Wenn Alexis Bruder wirklich verschwunden ist, dann sind die Gerüchte nicht nur Gerüchte. Ich sage, wir gehen zurück, Shane. Ja, ich sage, wir gehen rein. Was? Ach, warte doch. Ich hoffe, dass Shane weiß, was er tut. Ah, wer bist du? Als Shane und seine Freundin in das Wohnheim gingen, um es zu untersuchen, wurde Alexis von Titan gefangen. Ein berüchtigter Auftragskiller, der von Dr. Quoller angeheuert wurde, um Shane Laughing Yuki aus der Akademie zu schaffen. Titan hielt Alexis in einen Sarg, um sie als Kette zu benutzen, um Shane zu einem Duell anzustacheln. Gib Alexis zurück! Gib Alexis rüber oder du wirst es bereuen! Der einzige Weg, wie ich sie freilasse, ist, wenn du mich in ein Schattenspiel besiegst. Ich habe keine Angst, dich zu duellen, aber Schattenspiele gibt es nicht.
Die anderen glaubten auch nicht an Schattenspieler, aber sie wurden bald davon überzeugt. Siehst du, wenn du in einem Schattenspiel verlierst, wirst du nicht mit deinen Lebenspunkten sein. Du zahlst mit deiner Seele. Du bist also der hinter all dem Verschwinden. Nun, du wirst uns nicht bekommen, besonders nicht Alexis. Wenn du dich, wenn du nicht gewinnst, ist sie meins für immer, genau wie du es sein wirst. In Ordnung, lass uns spielen. Get your game on. Übrigens, Titan ist ein richtiger Hurensohn. Ja, das ist ziemlich schwierig, ihn zu schlagen, aber naja. Guck mal, wir haben einen Teil einer Taktik schon mal bekommen. Aber wir brauchen jetzt polymerierten Satzhorn. Oh, Alter, ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt und bekommen. Zack. Nun beschwören wir Flammenflügelmann. Frau. Flammenflügelmann, Frau. Frau Mann. Zack. Ich setze eine Karte verdeckt. Und ein Monster verdeckt. Und greife im Flammenflügelmann dein verdecktes Monster an. Dein Effekt vom Flammenflügelmann erhältst du genau dieselbe Anzahl an Lebenspunkte Schaden, wie das Monster Angriffspunkte hat, was gerade zerstört wurde. Scheiße, er beschwört man bis zu Wix. Jetzt kann ich sie nicht mehr vergewaltigen. Na gut. Ich sehe. Jetzt eine Karte verdeckt. Und greife den Flammenflügelmann, dein verdecktes Monster an. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Okay, ist hier. Oh, hallo geflügelter Kuribo. Lange nicht mehr gesehen. Ich werde dich mal ein bisschen ausnutzen, ne? Also, wenn ich so verletzt darüber. Bro. Putz. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Irgendwie zeigt Titan gerade nicht seinen... Okay, er fängt gerade an sein Potenzial zu sein. Haha, du bist direkt in meine Falle getappt. Ich aktiviere Hellensignal. Dadurch darf ich jetzt ein Elementarheld von meinem Deck spezial beschwören. Und ich beschwöre Elementarheld Sparkman im Angriffsmodus. Und ich halte den ganzen Zug keinen Schaden mehr. Und ich ziehe. Ja. Keine gute Karte. Sparkman, greif bis Tin Twix an. Flammenfliegemann, greif sein verdecktes Monster an. Oh, 2000 Schaden. Sweet. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Titan. Fall. Oh nein, er hat die ekelhafte Karte. Aha. Und der Mann ist der Zug. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. First try. Sparkman, direkter Angriff. Elemental, Flammenflügelmann, beende das Duell. Direkter Angriff. Ja. Nein! Jane konnte Titan besiegen und Alexis aus ihrem Sarg befreien. Guten Morgen, Schlafmütze. Wo bin ich? Was machst du hier? Warte mal, was für ein Danke ist das? Wir sind hier, weil wir die Bösewicht finden mussten, das Duell gewinnen und das Fräulein in Not retten. Oh ja, der feine Mann schnappte mich. Das ist richtig. Wie fand deine Karte und dies? Ein Bild von meinem Bruder. Das ist die erste Spur von ihm, die ich seit langem gesehen habe. Ich brachte es, damit du weißt, dass wir dir helfen wollen, ihn zu finden. Schließlich können wir nicht zulassen, dass du ihn in irgendwelchen Gräbern eingesperrt wirst, auf der Suche nach ihm. Hattest du dir wohl Sorgen um mich gemacht, nicht wahr? Nein. It's just a prank. Alles für Cyrus. Cyrus dachte, er ist nicht stark genug, um sich zu duellieren, und er hinterließ eine Nachricht für Jane, um zu sagen, dass er die Akademie verlässt. Nachdem
In der Nachricht suchte Jane um Shamli verzweifelt nach Cyrus und seinem Bruder Zane. Zane war nicht überrascht, dass Cyrus aufgab. Also, das ist Zane, der Top-Dulant der Schule. Du gibst auf? Nun, ja, irgendwie. Es war auch Zeit. Du bist ein großer Bruder? Wie kannst du so etwas sagen? Weil ich ihn kenne. Ich wette, du glaubst, dass du das tust, aber du weißt... Aber weißt du was? Tust du nicht. Angeschmiert. Und ich werde dir es jetzt beweisen. Lachen zu Lian. Ein Slifer du Lian? Klar, warum nicht? Ich meine, es ist schon eine Weile her, seitdem ich etwas vollgemischt habe. Dann mach dich bereit. Zeit für ein Duell. Ach, ich bin Zane. Ach ja, stimmt. Ich weiß auch warum. Aber ich bin nicht spoilern. Weil eigentlich ist es ein Spoiler. Na, Zane hätte man mir gegen Jane gewonnen. Hat er nicht gesagt. Ich beende meinen Zug. Typisch ist, wenn ich anfange, beende ich sofort meinen Zug. Nein, ich wollte einen Kratzer. Shit. Avion. Oh. Okay, welche Karte von dem will ich jetzt quaschen? Den oder den. Ich will das Zufall entscheiden. Coinflip! Hätte ich doch mal nur eine Münze. Das ist eine Münze. Okay, Kopf ist die linke und Zahl ist die rechte. Es ist Kopf. So steht die da. Das war ein Hellensignal. Schade. Ich spezialbeschwöre Cyberdrache. Jawohl. Keine Chance gegen mich. Jaden Effingyuki. Ich setze ein Monster verdeckt. Und greife mit Cyberdrache dein Monster an. Verdammt! Ah, ich beende meinen Zug. Du bist dran. Jane Neffing Yuki. Wie man so sagt, oder? Ich weiß es nicht. Oh nein. Nein, nein. Nicht Döner-Gigant. Alle nun nicht Döner-Gigant. Opa. Oh. Oh. Matt-Problem, man. Ups. Da habe ich ein bisschen überreagiert. Aua. Sucks to be you. Ich sehe. Ich habe nur zwei Reparaturwerkstatt. Und hol mir ein Cyberdrache auf die Hand. Danach beschwöre ich Proto-Cyberdrache. Und dann den Effekt wird er zum Cyberdrachen. Und danach aktiviere ich Polymerisation und beschwöre Cyber-Zwillingsdrache. Im Angriffsmodus. Ich greife mit Cyber Zwillingsdrache beide deiner Monster an. Durch seinen Effekt. Ich meinte. Sucks to be you. Du bist dran, Jaden. Was für ein langweiliger Move. Von einem Slifer Wet Lappen. Wusste ich natürlich, dass so etwas kommt. Ich werde das Duell aber auch in diesem Spiel, diese Runde beenden. Ich greife mit Cyber Sphinx Drache dein verdecktes Monster an. Und mit Cyber Sphinx Drache dich direkt. Dann hackt wie Defusion. Warum hat's nicht funktioniert? Ich hab doch zwei Cyber Drachen im Friedhof. Toll. Scheiß Bug. Das ergibt keinen Sinn. Ist hier. Ich beende meinen Zug. Ich könnte kotzen. Ich bin so hier schon so.
durch den fucking unlogischen Ding. Die Fusion bringt nämlich, dass das Monster in ein extra Deck gelegt wird und man kann dann die Materialien dann spezial beschwören. Ist jetzt ein Monster verdeckt und beende meinen Zug. Oh nein, er hat Sparkman. Nein, der beschwört auch Sparkman. Ha, sucks to be you. Ist hier. Ich beschwöre Cyberlarve. Und beende meinen Zug. Ich aktiviere den Effekt von Cyberlarve. Ich beschwöre zwei Cyberlarven. Oder nur eine, weil das Spiel scheiße ist. Und aktiviere den Effekt von Cyberlarve. Und beschwöre noch eine Cyberlarve. Well, sucks to be you. Ist hier. Ich habe die Dimensionskapsel. Ich hol mir jetzt Cyberdrache 3. Ich meine, ich weiß nicht, welche Karte ich nehmen soll. Well, sucks to be you. Oh nein, ich wollte weiter. Ja, hat wohl nicht ganz so viel gebracht, war. Sucks to be you. Ich beschwöre Cyberdrache 2. Und greife in Cyberdrache 2 dein Monster an. Durch den Effekt erhält dir nochmal zusätzliche ATK. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Zeig, was du kannst. Oh, verdammt, hätte ich wohl nicht so laut sagen dürfen. Ich meinte, get your game on oder so. Das hat wehgetan. Ich sag dir hier. Ein Tag voller Frieden. Na, sind sich einmal so verdeckt. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Jaden. Zeig, was du kannst. Ich habe jetzt halbes für nächstes Effekt. Darf eine Karte ziehen. Ich beschwöre Cyberdrache 3. Den Namen dieser Karte wird Cyberdrache. Danach aktiviere ich Wiedergeburt. Hol mir einen Cyberdrache auf die Hand. Beziehungsweise spezial beschwöre einen Cyberdrache. Danach aktiviere ich Cyberdrache 2 Effekt. Und ziehe Kraftbündnis vor. Danach aktiviere ich das Kraftbündnis. Und beschwöre den leeren deren Cyber-Entrachen. Dank dem Effekt von Kraftbündnis werden noch die ATK dazu verdoppelt. Los, Cyber-Entrache. Öff sein Monster an.
Danke für ein tolles Duell, Zane. So, Zane, was glaubst du? Ich denke, Cyrus wird gute Freunde, Alexis. Dein Bruder hat richtig gute Fähigkeiten. Naja, zumindest habe ich das Aussehen. Haha, komm schon, lass uns nach Hause gehen und an unserem Deck arbeiten. Die Formel zum Erfolg. Dr. Crawler war noch immer auf der Suche nach jemandem, der Jaden Effenyuki in einem Duell besiegen konnte. Er dachte, dass seine Antwort in Bastion Missile war, ein mathematisches Genie, das sein Duell in einer exakten Formel gefunden hätte. Später in der Klasse sagte er in blauer Kamera zu Chess Princeton, dass er nicht mehr in den Nobles-Blau-Abschnitt sitzen kann. Chess müsste jetzt mit dem Gelbverlierer sitzen. Das ist alles falsch! Meinte. Das ist alles falsch! Ich gehöre nicht dazu! Nee. Wie soll ich ihn. Ich meine, er muss schon edgy klingen, aber er darf auch nicht zu da klingen. Das ist alles falsch. Ich gehöre nicht dorthin und mit diesen Verlierern. Dr. Crawler, sag alle, dass es ein Irrtum ist. Sag ihnen, dass ich hierhin hergehöre. Aber das tust du nicht. Nicht mehr seitdem du das Duell verloren hast. Gegen wen nochmal? Ach ja, ich erinnere mich. Jane Yuki. Das ist, warum du morgen den besten Misawa duelst. Wenn du gegen ihn auch verlierst, weil dir zwei Wortnamen wechseln. Du meinst, ich werde ein Ragelb-Duellant? Ja, sehr gut. Nun, wenn du nur so gut dich studieren könntest, wie du hören kannst. Am nächsten Morgen sagt ein Mitarbeiter der Schule zu Jane, dass eine große Anzahl von Karten auf dem Wasser schwimmen bei den Dogs. Jane, Bastion und Cyrus gingen, um es zu untersuchen. Ah, das ist Ring der Zerstörung und Forstplünderer. Bastion, das sind alles deine Karten. Es ist meine eigene Schuld. Das Deck war in meinem Schreibtisch und ich zog meinen Schreibtisch auf die Flur gestern, als wir die Malerei hatten. Jemand muss sie dann genommen haben. Wer würde so etwas tun? Jemanden, denn ich will, dass du in den Obelisk-Klau fortschreiten wirst. Dein Deck ist komplett ruiniert. Oh Mann, was in der Welt willst du jetzt tun, Bastion? Deine Befürchtungsprüfung ist in weniger als einer Stunde. Weniger als eine Stunde später. Bastion, du hast es geschafft und ich sehe, dass du ein paar Freunde mitgebracht hast. Ich hoffe, du duellierst dich besser als die Freunde um dich herum. Moment mal, schätzt es deinen Test gegen Spieler? Bastion, dann wird er derjenige gewesen sein, der deine Karten weggeworfen hat. Wie bitte? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Dr. Crawler. Ich habe nichts gemacht. Oh, ist das so? Ich sah dich, Chess. Heute Morgen, mein Master, du hast sie eingeworfen und ranntest davon. Ich will normalerweise nicht petzen, aber man spielt nicht rum mit jemandem in das Deck. Ach komm schon, wer sagt, dass ich nicht meine eigenen Karten wegwarf? Ich glaube, Bastion und ich hatten einfach ähnliches Deck. Das ist alles. Lügner! Niemand nennt mich ein Lügner und niemand sagt, ich bin ein Dieb. Gut, dann bist du es nicht. Lass uns einfach so und duellieren haben. Klar. So und so und so. Ah, übrigens Spoiler, Chess ist, das ist das Duell, wo Chess am stärksten ist. Also finde seine späteren Karten werden nicht so ganz so stark. Kann ich auch schon mal spoilern. Setz eine Karte verdeckt und aktiviere elegante Wohltäterin. Jetzt hast du drei Karten ziehen und da muss zwei weg. Das ist alles gute Karten. Das sind eigentlich alles gute Karten. Was? Ey, ich schwende meinen Zug. Du bist dran. Chess. Und schrei jetzt nicht, Chess, geht's los. Oh, du bist ein Cheater, Chess. Au. Was hat das eigentlich? Ach, Spiegelkraft, cool. Hab ich gar nicht gesehen. Hat seine Karte verdeckt und beschwöre Oxygen und Angriffsmodus. Ich spende meinen Zug. Du bist dran, Chess. Fang mich. Deswegen ruft er die Jacken. Okay.
Ich aktiviere meine verdeckte Karte. Spiel Craft. So, jetzt bist du gebumst. Oh, eine Karte verdeckt. Ich sehe, was du vorhast. Scheiß. Du hast keine Chance gegen meine übernatürlichen Strategien. Denn ich beschwöre. Alter Maul. Säbelsaurier im Angriffsmodus. Und greife dich direkt an mit. Nein, hat der Maul. Mit Oxygen und Säbelsaurier. Oh, come on. Säbelsaurier, Attacke. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Chess. Like was ganz Jazz. Jazz. West. Was ist doch schon alles? Jazz. Ich meine Jazz. Na gut, dann aktiviere ich den Topf der hier. Damit darf ich jetzt zwei Karten ziehen. Und ich beschwöre Oxygenon. Ich meine Hydrogenon. Falsche Karte, tut mir leid. Doch aktiviere ich Torisches Begräbnis. Überprüfe, ob ich die eine Karte besitze. Ich hoffe, die ich besitze. Ja, ich besitze sie. Cool. Wollte ich mir aber auch wahrscheinlich nicht umhören dafür. Ich werfe die Karte einfach mal weg. Warum nicht? Hydrogeddon greift sein Monster an. Seriously? Seriously? That's lame. That's lame. So wie du, Chess. Chess, du bist lame. Lame-o. Au. Okay, ich ziehe. Nun aktiviere ich Blitzeinschlag. Schwöre Hydrogeidon Angriffsmodus. Und greife dich mit all meinen Monstern direkt an. Ich beende meinen Zug. Du bist dran. Tschüss. Chess it up. Oh my god. Oh my. Oh. Ich aktiviere H2O-Verbindung. Und beschwöre den viel zu schwierig zu beschwörenden Wasserdrachen. Was hast du vor, Chess? Meine Karte kannst du nicht besiegen, weil die ist einfach viel zu stark für dich und deine langweiligen Strategien. Chess. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Chess. Du hast eine verdeckte Karte gespielt. Wie langweilig, Chess. Da will ich jetzt nicht so laut schreien, Chess it up. Ich kann mit Wasserdrache dein fettes Monster an. Und mit Hydrogeddon und dich direkt. Ach komm schon, Chess. Ich hoffe, man sieht wieder aus dein Monster an. Ich bin immer Zug. Du bist dran. Chess. Chess, ich sehe. Entweder die Karte hilft dir auch nicht. Denn ich beschwöre jetzt Säbelsaurier. Oder was immer du tust, du wirst verlieren. Wasserdrache, direkter Angriff.
Pietro, Gerd und Ben, erst Duell, direkter Angriff. Ein gut gespieltes Duell, Chess, aber nicht gut genug. Pures Glück. Du drückst eine Glückskarte und stolperst in den Sieg. Das ist alles. Vielleicht, aber das Glück begünstigt den Vorbereiteten. Und ich war bereit, dich mit ein halbes Dutzend anderer Karten zu schlagen. Es tut mir leid, du hättest auf eine andere und eine und andere Weise verloren. Chess, du stolzt und du hast gelogen. Betrogen und du hast verloren. Du verdienst es, degradiert zu werden. Nee, das kann nicht sein. Ja, das wohl ein bisschen mehr Chess hat abgeschrieben. Und das war's mit dem Duell. Die nächsten Duelle werden ziemlich witzig sein. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt beginnt sogar die nächste Jetzt geht die Staffel jetzt richtig los und hier endet die Staffel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Duelle bis die nächste Staffel beginnt und wir neue und wundervolle Charaktere sehen. Und die Staffel geht noch bis hierhin und danach sehen wir weitere neue Charaktere. Und eine komische Fledermaus-Bestie. Nun ja, ich sage das trotzdem, tschüss, die Lappen.